Gebrauch des Defibrillators. Platzieren Sie den Defibrillator auf Kopfhöhe des Patienten und schalten Sie das Gerät ein. Folgen Sie den Anweisungen des Defibrillators. Folgen Sie den Anweisungen zum Anlegen der Elektroden. Entfernen Sie die Kleidung vom Brustkorb des Patienten. Nehmen Sie die Elektroden aus der Packung auf der Rückseite des Gerätes. Öffnen Sie die Elektrodenpackung. Ziehen Sie die Elektroden von der blauen Folie ab. Elektroden wie abgebildet auf den entblößten Brustkorb des Patienten kleben. Ziehen Sie die Elektroden von der blauen Folie ab. Elektroden wie abgebildet auf den entblößten Brustkorb des Patienten kleben. Öffnen Sie die Elektrodenpackung. Ziehen Sie die Elektroden von der blauen Folie ab. Elektroden wie abgebildet auf den entblößten Brustkorb des Patienten kleben. Herzrhythmusanalyse. Den Patienten nicht berühren. Vom Patienten zurücktreten. Schock empfohlen. Es wird geladen. Drücken Sie die blinkende Schocktaste. Schock 1 abgegeben. Sie können den Patienten jetzt gefahrlos berühren. Beginnen Sie jetzt mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Führen Sie die Herzdruckmassage durch.